Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mountain Blade Warband. Wir sind dabei hier Yelbegi, die Burg einzunehmen und damit dann auch gleich das Dorf Yelbegi uns einzuverleiben. Problem an der Geschichte ist, die wehren sich und jetzt hat sich auch noch ein Jarl dazu gesellt. Ist aber nicht so schlimm. Sind halt eben 130 Leute fast. Statt eben den 75. Boah, das schaffen wir auch noch. Werden es halt eben noch zwei weitere Anläufe. Wie auch immer, wir werden jetzt diese Mauer belagern. Leitern dran stellen. Nein, doch Leitern dran stellen, so sei es. Und danach unsere Leute darauf stürmen lassen. Und schon geht's los. Die Bogenschützen natürlich nicht zu weit vorlaufen lassen, sonst verstopfen sie mir die Leitern und es sterben zu viele Bogenschützen. Nutzlos. Ihr dürft von hier aus schießen. Ihr könnt euch ganz dicht hierher kuscheln. Ja, weg aus dem Weg, Freunde. Wow. Unsere Leute sind schon die Mauer hoch. Müssen dann nur noch ein bisschen Platz machen und schon können sie nach links und rechts ausschwärmen. Das funktioniert nicht so, wie es will. Irgendwer da oben auf der Mauer ist anscheinend doch wieder stärker als anfangs anzunehmen war. Ja, wenn ich das mache, hier rauf schieße, fallen meine Leute um. Deshalb schieße ich nicht so in den Pulk rein wie er hier. Er scheint damit sogar durchzukommen. Neue Feinde sind eingetroffen. Yay! Der Feind musste schon wieder Verstärkung schicken. Bedeutet, circa die ersten 30 sind niedergerungen. 30, 35. Das ist doch schon mal ein gutes Ergebnis für den Anfang. Liegt wahrscheinlich aber an den schwächlichen Soldaten, die der Jarl mitgebracht hat. Dass wir uns deshalb etwas schneller hier rauf kämpfen konnten. Boah. Der Feind versteckt sich weit hinter den Mauern. Finde ich jetzt nicht so schön, dann kann ich nämlich nicht schießen. Ich hätte gern geschossen. Also, wir stehen zumindest mitten in der Schlacht. Ohne dass das passiert oder dass wir wirken können. Mittendrin statt nur dabei. Yay, wir konnten wirken. Ha!
Ja, man sollte vielleicht auch zielen lernen, bevor man einfach durch die Gegend ballert. Oh, geschätzt die Hälfte der Feinde haben wir besiegt. Komm her. Hau dich, zeig dich. Au. So, wieder mal getroffen. Das da wird so nix. Halt nicht werfen. Kann den Schuss noch gar nicht so gut oder ausweichen auf der Leiter. So. Hey, getroffen. bin ich gar nicht gewohnt. Das da bin ich gewohnt. Verdammt. Wo kommt denn der Schuss jetzt wieder her? Na, doch keine 60. Der Feind hat sich früher Verstärkung geholt als wir. Gut, egal. Die paar 70 Mann schaffen wir jetzt auch noch. Nein, kein Friedensabkommen. Tut mir leid. Du hast den Krieg angefangen und wir werden ihn so beenden, wie wir es wollen. Mit der totalen Vernichtung unserer Feinde. Ich glaube, direkt hier vor die Steine stellen wir unsere Leute. So, da können sie hier mitvergnügt durch die Gegend schießen. Ich werde es auch ein bisschen auf einen kleinen, groß, so kleinen, großen Haufen, ja genau, auf einen großen Pulk stellen, dass die sich kaum bewegen können. Aber zumindest alle aus einer Richtung schießen. Na gut. Bin mal gespannt, ob wir diesmal halbwegs vernünftig wirken. Also nicht wir selbst, sondern unsere Armee. Oder ob das tatsächlich nur so ein kleiner Zwischenspurt war, weil der Feind, nämlich dieser Jarl, zu schlechte Truppen mitgebracht hat. Und wir deshalb da oben ja doch den einen oder anderen erschlagen konnten. Ja, es sieht jetzt nämlich genau andersrum aus. Momentan prügeln sie uns da oben windelweich. Bei so vielen Bolzen müsste doch eigentlich irgendwann mal ein Pfeil oder ein Bolzen tödlich den Feind treffen. Neue Feinde. Verstärkung kommt noch nicht, das ist auch noch nicht nötig. Solange wir den Feind dazu überreden können, hier an die Rüstung zu kommen und irgendwelche Sachen runterzuwerfen, vielleicht nicht gerade auf uns, können unsere Fernkämpfer wirken und dann brauchen wir noch keine weiteren Nahkämpfer.
Boah, es geht schon wieder los. Hilfe, 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 Hilfe! Was hat denn der? Ha! Verdammt, ihr habt den Feind verscheucht. Ah, gut. Ob unsere Leute nicht mehr schießen wollen, weiß ich nicht. Ha! Oh! Och man, diese Äxte, die tun echt weh. 10 Schadenspunkte pro so einer Axt. Das ist gigantisch. So. Wieder 30 Mann vernichtet. Sei es drum. Wieder die Mauern stürmen. Weg, geht doch mal aus dem Weg. So, ihr dürft euch hier herstellen. Ihr schießt hier genauso schlecht wie woanders. Aber ihr dürft nebeneinander stehen, ganz eng. Gruppenkuscheln sozusagen. Diese Kageta-Bogenschützen. Oder Scharmützler, die laufen ja auch immer mit. Sehr schön. Ja, jetzt schießt er natürlich auf mich, weil ich ihn angeschossen habe. Wieder einer weniger. Und noch einer weniger. Ich glaube, wir brauchen gleich Verstärkung, Leute. Das war ein Kopftreffer. Nicht nett. Oh, abbrechen. Machen wir mal ein kleines Zeltlager. Ja, das Geld ist noch nicht jetzt so dringlich wichtig gewesen, aber so. Jetzt können wir noch schnell mal die Soldaten befördern. Wir brauchen ja bessere Soldaten, vor allem unsere Gefolgsleute bräuchten bessere Soldaten. Fürsten, die uns die Treue geschworen haben. Wäre echt gut, wenn die mal bessere Soldaten mitbringen würden, dann würden wir vielleicht etwas effektiver da oben die Mauern bearbeiten können. Gut, die letzten 20. Das werden wir diese Folge wohl noch schaffen.
Und Angriff. Ich stelle wieder vorne hin. Die Bogenschützen können sich jetzt hier herstellen. Und schön dicht beieinander stehen. So, jetzt wird es ja wohl hoffentlich nicht mehr so schwierig sein, 20 Gegner zu besiegen. Na, zeig deinen Kopf. Zeig deinen Kopf. Er will nicht. Verdammt. So lange darauf gewartet und dann im entscheidenden Augenblick verpatzt. Oh, Treffer. Werden weniger. Ich werde mich mal nach oben schleichen. Ich hoffe, dass wir uns nicht zu schnell zu sehr wehtun werden hier oben. Kann dir nichts tun. Das ist das Problem, die haben immer ihre Schilde oben. Und Huskale sind leider erfahrene Krieger, die kriegt man halt eben nur entschildet sozusagen, wenn man die Schilde zerstört. Das sollten jetzt auch die letzten Huskale sein. Ja, das muss gewesen sein. Jawohl, Sieg, endlich. Das war aber auch ein schwieriges Ding für unsere Leute. Ein Gefangener. Juhu. Überall her geht da Leute. Genau die, die ich nicht brauche. Die Bogenschützen sind interessant. Hier der Reiter, natürlich der Landsknecht-Reiter. Der Bogenschütze, der Veteran. Ja gut, den Meister nehme ich jetzt auch mal mit. Wenn er nicht wirklich was taugt im Kampf. Hier den Reiter nehme ich mit. Die Bauernfrau. Warum nicht? Hätte natürlich bessere mitnehmen können, aber ich glaube, so auf die Truppen sind wir gar nicht mehr angewiesen. So, den Rest soll ich die anderen mit ins Team nehmen, beziehungsweise die Verbrecher werden natürlich ausgemerzt. So, du kriegst auch noch eine Burg, dann bist du wieder glücklicher. Ja, seitdem er bei uns ist, wird seine Laune immer schlechter. Jetzt hat er eine Burg, jetzt kann er friedlich sein, sich freuen. Wir belagern Dirim. Na gut, das können sie meinetwegen noch schaffen. Hätte ich eine schönere Rundreise. Vielleicht machen wir auch den letzten Kampf zentral in Dirim. Das werde ich ja dann noch sehen. Wir müssen es aber auch erstmal schaffen, die Burg
die Stadt einzunehmen. Von daher, da mache ich mir vorerst noch keine so großen Sorgen. So, Vorräte kaufen. So, das war schön, das war sehr gut. Können wir endlich wieder Mümmelmasse in uns hineinstopfen. 300, 400, 30. Uff, 430 Verteidiger. Das ist viel. Naja, Gott sei Dank muss ich das nicht alleine machen. Truppen sind motiviert. Fangen wir doch schon mal die Belagerung an. Beziehungsweise ich gucke noch mal kurz nach. Jal, Fußtruppen, Jäger, das ist alles noch nichts Tolles. Bogenschützen, Veteranen, das ist natürlich nicht so gut. Veteranen und ganz viele Huskale. Ja. Gegenwehr wird ziemlich groß sein. Aber wir können relativ kurze Intervalle hintereinander angreifen, denn wir. Ah. Nachbar ist wieder mit seinem Motocross unterwegs, Bike meine ich unterwegs. So, die Burg wird wieder belagert, die wir uns erst angeeignet haben vom König Ragnar selbst. Naja, müssen wir gleich noch mal in die Verteidigung. Aber zuerst versuchen wir Tier einzunehmen. Die Bogenschützen bitte hier vorne vor die Luke. Vor die Luke, sehr schön. Und schön dicht beisammen stehen, dass da, wenn der Feind runterschießt, auch gleich jemanden erwischt. So, Jungs, ihr müsst die Köpfe schon wegnehmen, sonst sehe ich nicht, wen ich erschieße. Jungs. Dankeschön. Könnt die Köpfe wieder hin tun, ich treffe eh nicht. Ich gehe mal rauf, weil ich glaube, Laufwege technisch gibt es hier wieder so eine kleine Schwäche in dem Programm. Die werden da hinten, wo gerade gerangelt wird, da werden sich meistens aufhalten. Und dann kann ich von hier aus relativ frei und unangegriffen die Verstärkungstruppen schon mal anschießen. Eieiei, das hört ja gar nicht mehr auf. Der Strom an Menschen. Wie sieht's hier aus? Von unten, also unten steht keiner rum. Jetzt natürlich die Frage, ob man noch in den Hof runter kann. Schildträger schützt seine Bogenschützen im Hintergrund. Gemeinheit.
Kommt da schon wieder? Oder schon wieder einer von denen? Ja, jetzt schützen meine eigenen Leute den Feind. Vorwärts, Leute, vorwärts. Meister, Freunde, ihr müsst mir schon die Schussbahn frei halten, damit ich dem da alles heimzahlen kann. Wisst ihr was? Wir holen uns mal schnell die Bogenschützen hierher. Das würde uns im Endeffekt den... Au. Hüpf da mal runter. Den Angriff verstärken. So, wieder einen erwischt. Au. Schon wieder treffen die mich. Entweder schießen die so schlecht und haben Glück, oder sie schießen unglaublich gut. Neue Feinde. Allzu viel Verstärkung dürfte der Feind auch nicht mehr kriegen. Dann würde es im Innenhofkampf weitergehen. Da konnte ich jetzt schön Trefferpunkte speichern. Nachschub. Also zum Thema Trefferpunkte speichern. Ja. Ging ja noch mal gut. Ich kürz mal ab. Autsch. So. Dafür sorgen, dass wir schneller vorankommen und womöglich den Feind früher besiegen als mit einer ewig langen Belagerung und Kleinstscharmützeln auf den Mauern. Wenn wir jetzt nämlich den Kampf gewinnen, noch ein paar weitere Niedermetzel, können wir den Innenhofkampf starten, also den Stadtzentrumkampf. Können uns dann dabei bis zum Burghof vorkämpfen. Oh, da ist einer. Ja, da war einer. Im Burghof vorkämpfen und dann dürfen wir in der großen Halle nochmal einen Kampf durchführen. Wenn wir den dann gewinnen, können wir vielleicht vorzeitig die Burg an uns reißen. Mehr Gefangene und so. Sieht nicht so aus, als wären wir durch. So, du bist gar keiner von uns. Wir sind durch.
Genial. Haben wir auch ordentlich was weggemetzelt. Haben die Stadtmauer durchbrochen, trotzdem ständig die Verteidiger uns auf den Straßen entgegen. Ihr müsst sie loswerden, bevor ihr das Herz der Stadt angreifen könnt. Das ist genau das, was ich gerade eben erzählt habe. Versuchen wir unser Bestes. Kommen von da oben runter, vermute ich. Nein. Aus allen Ecken und Winkeln kommen sie herangekrochen. Ah, da hinten steht einer. Ich hab's doch geahnt. Irgendwas hat mich von da hinten doch schon beschossen. Wenn auch nicht getroffen. Ja, sehr schön. Wir sind noch zu zweit. Die Frage, wie viel der Gegner noch zu bieten hat. Nicht gut. Hilf mir, hilf mir. Ja, vergiss es. Mache ich schon wieder alles selber. Das Stadtzentrum ist euer, aber die verbleibenden Verteidiger haben sich in die Burg zurückgezogen. Sie muss fallen, bevor der Sieg wahrlich euer ist. Ja. Geht also wieder los. Au. Wehrt euch! So, hilft mir! Komm mit! Lenk ihn ab! Sorgt dafür, dass er dich angreift, du hast mehr Trefferpunkte als ich. Ja! Geht doch! Warum nicht gleich so, mein Freund? Puh! Das war knapp! Ja, was mache ich mit dir? Geh nach Hause. War mir ein Vergnügen, dich gefangen zu nehmen. Ebenfalls dich. Einer konnte fliehen. Naja, damit kann ich leben. Hier schnappen wir uns noch ein paar Gefangene. Nicht vergessen, das ist eine Stadt, die gehört dann in meine Verwaltung. So, jetzt muss ich mal noch schauen, wer sich denn eignet als Soldat in unseren Reihen. Den nehme ich auch mal mit. Meisterbogenschütze hört sich gut an. Meisterschütze, das hört sich gut an. Wache. Ja, dann war es schon wieder voll. Den Kram lassen wir hier. Die Stadt gehört natürlich uns. Die Garnison wird schnell aufgestellt. Puh. Meisterbogenschütze. Was haben wir noch? 13 Scharfschützen können alle hier bleiben. Oh, 20 Fernkämpfer, eine gute Zahl. Sergeants können hier bleiben, hier die Sergeants können auch hier bleiben, hätten wir schon 11. Die 9 Elite-Schwertkämpfer, das wären wiederum 20. Damit habe ich 40 Verteidiger in der Stadt. Troubadour, Säufer, Ernst?
Was für eine Verschwendung. Er hat noch nicht mal irgendwie rumgepöbelt. Er hat einfach gleich angegriffen. Das habe ich auch noch nicht gehabt. So, die kaufe ich mal ein. Hier machen wir jetzt noch ein bisschen beliebt in der Stadt. Das gehört sich ja schließlich so. Wer sind die anderen, die hier oben hingeflüchtet sind? Nisa, will ich nicht mitnehmen. Sklavenhändler brauche ich nicht. Gut soweit. Schnell noch Ausrüstung kaufen. Das heißt Lebensmittel. Trauben. Trauben sind gut. Trauben lecker. Yam yam. Und ein bisschen Kohl, ein bisschen Obst, Früchtekörbchen. Sehr schön. Waffen haben wir hier keine tollen. Die Rüstung wird auch nicht besser. Nö, leider. Stadtverwaltung. Hier machen wir noch eine Botenstation hin. Klar. Und hier war eine Belagerung. Da mischen wir uns ein. Stopp. Aber erst in der nächsten Folge. Und bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.